Hallo Leute, mein Name ist Martin Grau und herzlich willkommen zu meinem Rückblick auf NXT's Takeover Respect. Lustigerweise, wer meine Vorschau gesehen hat, wird mitbekommen haben, ich hatte recht in allem. Ich habe alles richtig getippt. Die Show begann mit dem ersten Halbfinale des Dusty Rhodes Tag Team Turniers, in dem Finn Balor und Samoa Joe gegen Scott Dawson und Dash Wilder angetreten sind. Wie ich mir schon vorstellen konnte, ist das irgendwie ein NXT-Ding, dass man immer den Leuten die Namen klaut? Denn in der Einblendung der Namen stand bei Dash Wilder und Scott Dawson nur noch Dawson und Wilder. Ich habe ja in meiner Vorschau schon gesagt, dass ich es einfach ein bisschen komisch fand, dass man Scott Dawson und Dash Wilder so hoch in diesem Turnier lässt, aber irgendwie viel zu wenig in den Shows mit den beiden gemacht hat. Die beiden haben sich zwar ganz gut geschlagen, konnten allerdings trotzdem nichts gegen unseren NXT-Champion tun und natürlich auch gegen einen der nächsten Herausforderer, Samoa Joe. So haben diese also gewonnen und sind eine Runde weitergekommen. Danach gab es das zweite Halbfinale, in dem Chad Gable und Jason Jordan gegen Baron Corbin und Rhino angetreten sind. Das hier war ein richtig cooles Match. Die beiden, also Chad Gable und Jason Jordan, haben mir sehr gut gefallen. An sich die Combo finde ich auch ganz cool. Dennoch konnten sich Baron Corbin und Rhino hier durchsetzen und so gehen diese in das Finale, was ja später noch am Abend war. Danach gab es Dana Brooke gegen Asuka und hier war einfach der Stil von Asuka bzw. WWE versucht ja immer den Leuten so ein bisschen anders diesen WWE-Stil beizubringen. Und da war mir wichtig zu sehen, wie ist das denn jetzt gekommen, diesen eigentlichen Stil von ihr aus dem Japanischen, dieses harte, mit dem WWE-Stil zu mixen. Und ich muss sagen, sie hat mir extrem gut gefallen. Denn die hatte halt so einen richtig krassen Stil. Die hatte Move-Kombinationen oder Möglichkeiten, um in Moves zu kommen, wo du dir am Anfang denkst, hä, das funktioniert doch ja nicht, aber irgendwie war sie denn doch in dem Move, den sie beabsichtigt hat. Es sah alles ziemlich eigenartig aus, beziehungsweise ungewohnt für meine Augen. Und das hat echt, wie ich finde, eine echt coole Mischung ergeben, dass du halt auch mal was Neues siehst. Und das bringt sie einfach mit rein und das finde ich übel cool. Allerdings muss ich auch sagen, dass durch diese ganzen Aktionen, die halt auch ein bisschen eigenartig aussahen, das ganze Match ziemlich hektisch wirkte, beziehungsweise ihre Bewegungen und alles, was sie gemacht hat, wirkte ziemlich hektisch. Nicht unbedingt unsicher, es war alles safe, was sie gemacht hat. Es sah halt doch so aus, als würde sie halt viel rumtappeln. Vielleicht war sie aufgeregt, vielleicht ist das der Stil. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall fand ich es cool. Und sie hat ja auch gegen Dana Brooke gewonnen, von daher macht das schon mal alles Sinn. Danach noch einen bösen Blick in Richtung Emma, die hat gleich runtergeguckt, weil sie wusste, okay, mit der sollte man sich nicht anlegen. Dennoch richtig cool und vor allen Dingen auch, wenn die jetzt irgendwann ins NXT-Titelrennen geschickt wird, dass Asuka denn gegen Bayley antritt, das wird auch richtig geil. Dann gab es noch Tyler Breeze gegen Apollo Crews und hier fällt mir auf, ich habe ja doch nicht alles richtig getippt. Weil ich habe Tyler Breeze getippt, obwohl Apollo Crews hier gewonnen hat. Wie ich das ja auch schon gesagt habe, finde ich ein bisschen schade, da man einfach Tyler Breeze jetzt so krass fallen lässt. Jedenfalls sieht es so aus, obwohl man ihn ja eigentlich in die Main-Shows pushen will. Deshalb weiß ich nicht, wo man jetzt gerade in NXT mit ihm dahin will. Apollo Crews, ein unglaublich großartiges Talent. Von daher war der Sieg jetzt nicht verschenkt. Aber ich hätte halt irgendwie das Tyler Breeze eher gegönnt. Aber trotzdem war das ein super Match, die können auf jeden Fall beide von mir aus noch ein bisschen mehr miteinander worken und da kommt noch einiges auf uns zu. Dann gab es das Finale aus dem Dusty Rhodes Tag Team Turnier, was ja wirklich jetzt eine ganze Weile lang ging und Cody Rhodes, beachte, Cody Rhodes, nicht Stardust, und Dustin Rhodes, beachte, nicht Goldust, waren hier vor Ort und haben den Siegern die Trophäe überreicht. In den Trophäen waren auch die Boots von Dusty Rhodes mit eingearbeitet und es war halt echt viel auf diese Dusty Rhodes Geschichte, danach halt noch mit der Musik und alles. Die Fans waren wieder so gut dabei, haben schön Dusty geschrien und es war halt echt eine richtig schöne Sache. Das Match natürlich auch großartig, Baron Corbin und Rhino gegen Finn Balor und Samoa Joe. Ich dachte ja eigentlich, dass sich diese Fehde zwischen Finn Balor und Samoa Joe in diesem Match entstehen lässt, aber das ist nicht passiert, die haben ja beide gut zusammengearbeitet und so ist dieses Match auch clean zu Ende gegangen, sodass Finn Balor und Samoa Joe dieses Riesenturnier gewonnen haben.
Da habe ich mich doch auch schon wieder vertippt, oder? Habe ich da nicht auch gesagt, dass Baron Corbin und Rhino das Turnier gewinnen? Ob diesen Sieg den beiden jetzt irgendwie was bringt, ich denke mal, Tag Team-mäßig gehen die ja sowieso nicht in die Richtung. Von daher, ja, weiß ich, hätte man vielleicht wirklich ein Tag Team da hinsetzen sollen. Aber für die Sache an sich war es cool. Und dann gab es das 30-minütige Ironman-Match zwischen Bayley und Sasha Banks um den NXT Women's Titel. Und dieses Match war, wie zu erwarten, grandios. Es hat übel Spaß gemacht. Es wurde in keiner Minute von diesen 30 langweilig. Es war immer Action, es war immer irgendwas. Außerdem fand ich auch richtig cool, wie man Izzy mit eingearbeitet hat. Das ist ja dieses kleine Mädchen, was Bayley übelst feiert und andersrum auch, die halt meistens da am Ring sitzt. Und die hat Sasha Banks so gut mit eingearbeitet. Die hat die teilweise angeschrien und runtergemacht, sodass die während des Matches geheult hat, immer wieder eingeblendet wurde. Dass du halt wirklich auch dachtest, Alter, diese blöde Kuh, wieso vergreift sie sich an das kleine Mädchen? Und egal wie, immer wenn Bayley wieder zurückkam, hat die halt übelst da mitgefeiert. Und das, fand ich, war ein schönes Element in dem Match. Und gerade auch zum Ende hin, wo du dir das anguckst und dann die ganzen Submission-Moves nacheinander kommen, ist halt echt krass. Und wirklich in der letzten Sekunde schafft es Bayley hier noch, den nächsten Punkt zu kriegen, sodass sie ihren Titel verteidigt. Großes Kino und danach gab es noch eine Umarmung von Triple H im Ring. Alle haben geheult, ich auch fast. Und es war echt wieder ein schöner Moment. Respekt für diese Szene, Respekt für Triple H, was er da aufgebaut hat. Generell war das Takeover-Special zwar nicht so groß und nicht so gut aufgebaut wie die anderen, trotzdem war es halt ein richtig guter Pay-Per-View, also Special Event heißt es hier. Und war auf jeden Fall keine Zeitverschwendung. Falls ihr das Ding noch sehen wollt, kann ich euch das nur ans Herz legen. Schaut einfach auf ProSiebenMax, also vom Freitag auf Samstag um 0.05 Uhr. Auf ProSiebenMax läuft das Ding nämlich, also schaut da auf jeden Fall dann rein. Ja, und dann willkommen auf der Endcard, das war's erstmal für heute. Ihr braucht euch nicht wundern, diese Woche kommen keine zweiten News, weil ich ja eh noch zwei Videos mehr gemacht habe durch dieses NXT-Ding. Aber ich habe auch im Moment nicht so viele News. Raw war am Montag nicht so bedeutend oder gut, dass man darüber großartig reden kann. Deshalb gibt es eigentlich nicht großartig, was ich sagen kann. Außer, dass es heute Abend um 18 Uhr mal wieder einen Livestream gibt. Also falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Bock habt mitzulabern, kommt da einfach vorbei, schreibt in den Chat. Und ja, dann zocken wir eine Runde. Und denkt dran, am Samstag kommt noch eine neue Figuren-Review-Ausgabe. Dazu gibt es übrigens auch einen Gutscheincode in meiner Infobeschreibung. Und ich habe mich auf meinem Gaming-Kanal jetzt dazu entschlossen, die Streams viel schneller rauszuhauen, weil ich noch so viele Streams habe, die noch nicht raus sind, obwohl ich viel zu viel wieder neue produziere, wie heute Abend zum Beispiel. Deshalb muss da noch einiges raus. Am Mittwoch kam ja schon ein kompletter Stream und ich werde jetzt auch am Samstag und am Sonntag jeweils um 10 Uhr auch noch einen Stream hochladen, sodass wir schnell aktuell werden, dass er denn auch, wenn der Stream von mir aus heute Abend Donnerstag ist, dass er dann nächste Woche Mittwoch dann auch auf YouTube kommt und ihr den dann auch angucken könnt und dass wir dann auch einigermaßen up-to-date bleiben. Also schaut euch das auf jeden Fall an. Links sind dazu immer in der Infobeschreibung. Und dann natürlich vielen Dank für den Daumen nach oben. Vielen Dank für jedes Abo. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.